Ich möchte heute einmal ein bisschen von dem C-Thema abweichen und euch vorstellen, was ich jeden Tag so mitnehme. System deshalb, weil ich nicht immer alles mitnehme. Aber das erkläre ich noch. Das Ganze ist zur Anschauung gedacht. Warum nehme ich dieses oder Teile des Systems, das ganze System täglich mit? Zum einen nehme ich alles mit, wenn ich in die Arbeit gehe. Auch wenn ich mal einen Kurzspaziergang oder einen Overnighter mache im Wald oder in der Natur. Zum anderen nur einen Teil davon, wenn ich Kurzstrecken mache, mal kurz einkaufen gehe, mal wirklich nicht weiter als mich 5 Minuten, 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde vom Zuhause entferne, dann greife ich nur auf eine kleine Tasche zurück, in der aber alles Wesentliche drin ist, was ich brauche. Den Rucksack, ja, ist eigentlich nur ein 5-Liter-Rucksack mit ein bisschen Anbau. Ich stehe auf Molly-System. Molly lässt Rucksäcke immer sehr leicht ergänzen. Und man kann so das Volumen von 5 Liter auch mal auf 7,5 bis 10 Liter erweitern. Das ganze System dürfte so um die 10 bis 12 Liter haben. Das sind die beiden Taschen, eine Umhängetasche und ein eingurtiger Rucksack. Beide mit einem Schnellverschluss versehen, dass man sie im Notfall auch schnell abwerfen kann. Ich mache das nur hier aufmachen. Und er fällt runter. Das gleiche System ist auch an dieser Tasche dran, öffnen und man kann sie leicht wieder ablegen. Als erstes mal zur kleinen Tasche, die Umhängetasche. Die kann man auch am Hintern tragen. Dazu kann man hier hinten eben das aushängen und kann das Ganze dann hier in diesem Rückenfach verstauen, dass der Gurt nicht rumbammelt. Da habe ich immer einen Kugelschreiber drin oder ein paar Blätter Papier, falls ich sowas brauche. Und ansonsten ist die Tasche und die Tasche eigentlich nicht Bestandteil der Grundtasche. Die sind auch wieder mit dem Molly-System aufgesetzt. Ich fange mal mit der vordersten Tasche an. Da ist nicht viel drin. Eigentlich nur ein paar für mich für die Arbeit wichtige Dinge, nämlich mein Mitarbeiterausweis, mit dem ich mich einstempeln muss. So, und dann kommen wir zum zweiten Fach. Im zweiten Fach ist nicht viel drin. Eine Geldbörse, meine Papiere, Personalausweis, Impfheft, Zahnheft. Ich bin narkomanisiert, also auch mein Narkomanpass und eine Dynamo-Taschenlampe, die wirklich nur als Backup drin ist. Aber die habe ich jetzt schon, wo sie nur ein Euro gekostet hat, bestimmt schon 10, 12 Jahre und sie funktioniert immer noch. Daneben mein Geldbeutel und in der Tasche ist noch ein Clip. Auf diesem Clip ist nochmal ein Blaulicht, eine Taschenlampe und ein Laserpointer. Im Hauptfach, da sind verschiedenste Dinge. Einmal ein Kartensatz. Deswegen auch immer dabei mein kleiner Waffenschein. Ein Löffel. Ein Brillenetui für meine Brille, damit ich sie nachts schützen kann. Eine Wechselfestplatte, die ich vor allem für die Arbeit brauche. Ein Schlüsselanhänger mit einem kleinen Cuttermesser. Und eine Powerbank. Vorne drin habe ich nochmal Einweghandschuhe und eine kleine kurze Ladepeitsche, die ich als Backup dabei habe, falls ich wirklich die Powerbank mal brauche. Ich habe allerdings noch zwei andere Ladepeitschen in der Tasche, da komme ich aber später drauf. Oben in der Tasche ist noch genug Platz für ein bisschen Kleinmaterial. Würde sogar noch eine zweite Wechselfestplatte reinpassen, aber den brauche ich zurzeit nicht. Damit das hier nicht verloren geht, lege ich es mal rein und mache es zu. Das ist eigentlich ein Armband, das ich trage, wenn ich unterwegs bin, im Wald, ein Paracord-Band. Paracord kann man immer brauchen. So, in der kleinen Tasche auf der Seite ist auch nicht allzu viel enthalten. Da drin ist nämlich hier auf der Seite ein Feuerstein mit Stahl.
und ein Ladeadapter sowie ein kleines Diktiergerät und ein kleines Bic-Feuerzeug. In der hinteren Tasche sind die schon zwei erwähnten Ladepeitschen. Einmal die alte Form und einmal USB-C. Mehr ist da auch gar nicht drin. Also haben wir auch noch ein bisschen Platz für Kleinmaterial. Dann kommen wir zur letzten Tasche. Die hat schon ein kleines Fach. In dem kleinen Fach habe ich, obwohl ich die alle kenne, eine sogenannte Knotentafel, auf der die wichtigsten und wichtigsten Knoten drauf sind. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal was nachschauen kann. Alle kann man sich dann doch nicht merken. Dann im nächsten Fach habe ich drei Notfallponchos. Falls ich doch mal in den Regen komme. Und hier drin ist eine Anleitung für ein Ladegerät und ein Spiegel. Wenn Sie sagen, ein Spiegel, wozu braucht ein Spiegel? Dieser Spiegel hat zwei Seiten, wenn er aufgeht. Ein Vergrößerungsspiegel, einen normalen Spiegel, kann man immer brauchen, wenn man sich rasiert oder zum Signale geben, wobei eher das Rasieren im Vordergrund steht. Auch in der Tasche wäre noch etwas Platz für was anderes. Wo die Notfallponchos drin sind, würde ich noch locker drei oder vier reinbringen oder halt auch was anderes. So, dann hier hinten das letzte Fach. Da ist einmal Corona-typisches Desinfektionsmittel drin. Ein weiteres Feuerzeug, diesmal allerdings ein nachfüllbares Gasfeuerzeug. Ein Klappmesser. Eine Taschenlampe. Eine Einkaufstasche und ein Schal. Damit haben wir diese Tasche auch schon durch. Das habe ich immer dabei, also fast immer. Also ich gehe wirklich mal nur in den Garten oder mal ums Haus rum oder so. Macht ja auch Sinn. Ich brauche die ja sowieso, wenn ich jetzt rumlaufe. Ich habe dir gesehen, ich habe einen kleinen Waffenschein. Dann muss ich sowieso immer auch den Personalausweis dabei haben. Weil ich habe keine Waffenschein, nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig ist. Und ja, da bietet es sich an. Außerdem kommt auch noch meine Fahrkarte für den Bus rein. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Dann kommen wir zu einem großen Teil. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Aber ich nehme mein Wasser immer selbst mit in die Arbeit. Die transportiere ich dann 1 Liter in diese legale Wasserflasche. Ich habe allerdings auch noch einen Tatonka-Becher, mit dem man auch Wasser heiß machen kann, Kaffee machen kann, Reis kochen kann, mit integriert. Passt ganz wunderbar damit rein. Die Flasche passt auch in diesen Becher. Eventuell kommt hier oben nochmal eine kleine Tasche dran. Glaube ich aber eher nicht. So, das wichtigste Stück für mich ist diese Abreißtasche. Das ist wirklich eine Erste-Hilfe-Tasche, die man abnehmen kann. Und ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, was ich da alles drin habe. Da ist sicherlich nicht alles drin, ich werde die nochmal nachbestücken müssen. Aber einiges ist dann doch drin. Erstens mal noch eine Ersatzmaske für unterwegs. Ja, Calciumtabletten, wenn man eine Allergie hat. Hier drin sind Kompressen, Wundkompressen. Wir sind zu viert bzw. zu fünft unterwegs, ist das fünfte Fläschchen. Fünf Möglichkeiten, Nasenspray zu machen. Entsprechend für die Mullbinden. Hier einmal Natriumchloridlösung 22,5%ig und Essigsäure 30%. Wofür könnt ihr euch denken? Hier ist schon ein Video gelöscht worden von YouTube. Hier nochmal ein Päckchen mit Verbandsmaterial, eine Rettungsdecke, Pflaster,
Kefler Negan, Seife, Pinzette, Sicherheitsklammern, Wundnähnadeln, ein komplettes Chirurgenset, das ich ein bisschen ergänzt habe, um einen Zahnspatel oder Medizinspatel und eine Nadelzange. Die habe ich auch extra drin noch. Nadelhalter, Nadelzange, ohne lässt sich schwer eine Wunde nähen. Wunden nähen kann man erlernen, sogar Übungsstücke dafür. Das ist nochmal eine Verbandschere, das hier ist die sogenannte Nadelzange, Nadelhalter. Da ist auch nochmal eine Wundversorgungsnadel drin, zwei Stück eigentlich. Die sind schon mit Garn und die hier sind sogenannte scharfe Nadeln, in die man einen Garn reinziehen kann. Ja gut, und ein Signalband, mit dem man auf sie aufmerksam machen kann, wenn nötig. Eigentlich will man das ja als Prepper nicht, weil man da versucht, eher unentdeckt zu bleiben. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen zu dieser Tasche. Ja, hier hinten sind noch einige Dreieckstücher drin. Alles natürlich nochmal extra Vakuum verpackt, in einer dicken Folie, schon auch versehen mit so genannten Einreißecken, wie sieht man es, sehr gut, dass man es halt leichter aufreißen kann. Es nimmt weniger Platz weg und die Dinge sind vor Feuchtigkeit geschützt. Natürlich muss man immer darauf achten, dass man das Ablaufdatum nicht überschreitet. Das Ganze habe ich immer am Rucksack dran. Und ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal brauchen können. Was noch reinkommt, ist auf jeden Fall normales Hansaplast und Blasenpflaster oder Blasenstift. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich von beidem bevorzugen würde. Oder vielleicht auch beides, würde es noch reinpassen. Und ist noch, wie sieht es, ist noch weich, noch genug Platz. Das kann man dann einfach wieder anbringen und mit diesem Gurt hier sichern, damit es nicht abgerissen werden kann. So. Die unterste kleine Tasche, jetzt die große schwarze Tasche, tja, da ist etwas mehr drin und ich bin selbst gewundert, wie viel ich unterbringe. Das ist nochmal ein Poncho, eine Outdoor Edition, das hier ist Waschzeug, also Zahnpasta, Deo, Rasierapparat, Seife, Pinsel, ja, was man halt so als Mann braucht, wenn man ein paar Tage draußen ist und nicht stinkend nach Hause kommen will. Dann ein Schemack. Dann habe ich hier nochmal eine kleine Tasche, in der sind zwei Kompasse drin, ein Kartenkompass und ein Marschkompass. Ja, wenn man sage und schreibe, passt alles hier in diese kleine Aufsitztasche. Und man kommt sie sogar relativ leicht wieder zu. So, dann hat diese Tasche noch zwei Seitenfächer, die etwas versteckt angebracht sind. Ach ja, hier oben ist noch ein Clip mit einer Marke für Einkaufswegen. Hier hänge ich immer auch meine Ersatzmaske an, wenn ich draußen spazieren gehen muss. Immer mindestens eine Ersatzmaske dabei. Hier drin sind ein Blasrohr und Blasrohrpfeile. Und auf der anderen Seite die Sehne für einen meiner Bögen, eine Ersatzsehne und einen Imbusschlüssel zum Montieren. Dann ist hier hinten drin, ja, eine ganze Menge. Das wohl wichtigste Gut, Toilettenpapier, eine Outdoor-Hängematte ohne Moskitonetz. Da drin ist ein Handtuch. Ein paar Socken und eine Unterhose und Stofftaschentücher, sowohl auch Tempus. Die packe ich jetzt aber nicht aus. Das hier sind Fingerhandschuhe. Im Sommer natürlich völlig unnötig. Da
Das hier darf eine Erklärung. Hierbei handelt es sich um Handgamaschen. Sie also sagen, na, das ist doch kein Buchhalter, bin ich auch nicht. Aber das sind schnittsichere Gamaschen, mit denen man sich zumindest ein bisschen gegen Messerangriffe wehren kann. Sie ist zwar nicht durchstichsicher, aber schnittsicher. Nochmal ein Paracord, mit dem ich zusammen gemacht habe. Dann hier ein Katadyn-Filter, mit dem ich auch noch mein Ladegerät und Ersatzakkus für ein Funkgerät untergebracht habe. Dann ja, 5 Mahlzeiten Reis, also für 3 Tage komme ich damit locker aus. Und eine Fall-Solar-Panel, in der nochmal eine kleine Powerbank drin ist, die gleichzeitig geladen und entladen werden kann und entsprechend Kabel zum Anstecken verschiedenster USB-fähiger Geräte sowie ein paar Paracord-Stücke, um hier an den Ösen das Ganze, und auf dem Platz noch mehr Ösen, am Rucksack oder woanders festzumachen. Ja, das war es schon im Großen und Ganzen. Das ganze System wiegt auch nur 5 bis 7,5 Kilo. Da ich mit dem Rücken eh Probleme habe, ich bin schon in einem gewissen Alter, wo man immer wieder mal kleinere Beschwerden hat, kann ich sowieso nicht mehr als maximal 10 Kilo tragen. Ich denke, wenn man darum den ganzen Tag mit solchem Gepäck unterwegs ist, dann sind 5 bis 7 Kilo eigentlich genug. Und es ist ja eigentlich auch alles drin, oder es ist alles drin, was ich wirklich dringend brauche. Alles Zusätzliche, ja, das lagert da schon, wo wir hingehen werden, falls wir mal weg müssten. Also einen richtigen Fluchtrucksack in dem Sinne, mit viel Inhalt und Gewicht, gibt es nicht. Ich werde zwar die Sachen dann umpacken in einen Rucksack, der besser tragbar ist, also nicht mit einem Riemen, sondern schon einen richtigen Trekkingrucksack. Aber zur Not könnte ich auch so mich aufmachen zu Fuß und unseren Fluchtort, wo wir hinwollen, in 1 bis 3 Tagen maximal erreichen. Oder einfach mal 1 bis 3 Tage irgendwo unterkommen, im Wald, irgendwo. Ja. Es kommt darauf an, bei der Flucht oder überhaupt, wenn man raus muss, flexibel zu sein. Wobei ich natürlich nicht hoffe, dass wir es brauchen, aber wer weiß es schon. Wer weiß, was kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin mir da total unsicher, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Man hört zu viel Widersprüchliches. Und manches davon gibt echt Anlass dazu nachzudenken und zur Sorge. Aber darüber mache ich mal ein eigenes Video über die momentane Situation und wie ich die bewerte. Ihr habt gesehen, ich habe einen kleinen Waffenschein. Natürlich habe ich da auch was dabei. Sonst bräuchte ich den ja nicht. Aber das werde ich jetzt hier nicht zeigen. Es ist auch unerheblich. Man kommt auch ohne den kleinen Waffenschein zurecht. Ein Grund, warum ich den habe oder warum ich eine Waffe mit mir trage, eine Schreckschusswaffe mit mir trage, ist die, ich bin schon mal einer Bache mit Frischlingen begegnet und ja, ich habe es gerade noch auf den Baum geschafft. So eine Bache, auch wenn man meint, ja, die ist nicht so gefährlich, da irrt man, wenn einem die zwischen den Beinen durchläuft und die Oberschenkelarterien erwischt, dann schaut das ganz schlecht aus. Dann hat man keine 10, 20 Sekunden, bis man bewusstlos ist. Die Blutung ist enorm. Aber auch andere Tiere, die einen angreifen könnten, bei uns in den Wäldern, ja, die gibt es halt. Kommt selten vor. Ich bin bis jetzt auch nicht vielen Tieren begegnet. Wie gesagt, ein, zwei Mal einer im größeren Wildschwein, einer Bache, Rehe, die meistens weglaufen. Ja, es gibt auch streunende Hunde, die sind dann unter Umständen schon gefährlicher. Also streunende Hunde, gerade wenn sie so eine mittlere Größe, wie ein Schäferhund oder eine Dogge haben, dann können die schon recht gefährlich werden.